bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messers Schneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Wort 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortech entworfen, aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Wort weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Wort 76 unsere Zukunft beginnt. Wort 76. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen, auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Wort 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch Ihre Herkunft, Ihre Hautfarbe oder Ihren Glauben. Doch Sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Seid willkommen zu Fallout 76. Und ja, die Charakterstellung, ich habe sie jetzt erledigt. Ich würde sagen, wir beginnen mal das Spiel. Und dann kann ich dann auch ein, zwei Dinge kurz erzählen, worum es mir hier geht. Und ja, warum ich das ganze Spiel jetzt auf meinem Kanal mache. So, der MS zockt. Ja, so sehen wir aus. Da machen wir gleich noch ein Ausweisfoto, wie gehabt. So, Tab um, verlassen, alles klar. Ja, Fallout 76, es ist jetzt mein erstes Fallout, was ich überhaupt spiele. Und ich gehe jetzt wirklich komplett ohne Erwartungen ins Spiel. Ich habe ja mir jetzt schon ein bisschen Informationen besorgt, mir ein paar andere Videos angeschaut. Ja, es gibt sehr viel Negatives, es gibt auch Positives. Es ist zum einen jetzt im Multiplayer spielbar, was ja eigentlich immer wieder gefordert wurde. Negative Sachen, zum Beispiel die NPCs sind nicht mehr da. Also wir befinden uns hier wirklich mit den anderen, ich glaube 24 Spieler sind wir jeweils auf einer Map. Allein, es gibt hier keine NPCs, alle sind tot. Mich stört es momentan nicht weiter. Es gibt auch eine kleine Story, welche ich hier gerne im Let's Play durchspielen möchte, beziehungsweise schauen wir einfach mal, wie weit ihr Lust habt, wie weit ich Lust habe,
Genau, soweit. So sieht's aus, würde ich sagen. Es geht los. Wir befinden uns im Schutzbunker und gehen jetzt erstmal raus. Und ja, dann schauen wir mal, was uns draußen erwartet. Wie gesagt, ich werde hier die Mission verfolgen. Rückeroberungstag, Quest begonnen. Der große Tag ist gekommen. Sie wurden mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. Sir? Hallo? Ach, endlich! Ich hatte schon befürchtet, dass Sie gar nicht mehr aufwachen. Haben Sie es schon vergessen? Heute ist Rückeroberungstag. An Hunger oder Durst zu sterben, absolut peinlich. Ja, ich hatte jetzt auch schon mal angespielt und deshalb kenne ich den Weg. Und was die Infrastruktur in Appalachia angeht, ja, mach mich hier gezielt auf den Weg nach außen. Deshalb also nicht wundern, wenn ich hier das eine oder andere mir nicht näher anschaue, nicht näher anhöre. Es ist jetzt nicht so wichtig. Das Überleben draußen wird ein Kinderspiel sein. Dank des Computerassistenzsystems für mobile Produktion. So, ich hoffe mal, dass wir auch alles mitgenommen haben. Aber wie ich mich kenne, habe ich bestimmt wieder das ein oder andere vergessen. Wer schwer arbeitet, ist schwer glücklich. Ja, unsere Aufgabe, bringe die Mission der Aufseherin in Erfahrung. Auf Wiedersehen! Hallo! Ciao! Arrivederci! Wow! Goodbye! Maya Kadir! Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Spiel, schreibt es mir in die Kommentare, ich versuche die dann zu beantworten. Und ansonsten machen wir hier richtig schön gemütliches Gameplay. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Profi im Überlebenskampf. Es wird sicherlich das ein oder andere schief gehen, was wir auch mal mit dem Leben bezahlen werden. Aber wie gesagt, ich gebe mein Bestes und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Stufe 2, noch nichts gemacht. Erster Kontakt. Finde die Aufseherin, okay. Schauen wir uns erstmal kurz hier draußen vor der Tür nochmal um. Eine Papiertüte. Solche Spiele machen mir natürlich auch richtig viel Spaß, wo man die Gegend erkunden muss, wo man looten kann, wo man sich Ausrüstung, Waffen, Gegenstände, alles selbst bauen kann. Man muss wirklich vieles durchsuchen.
Und ja, deshalb spiele ich jetzt Fallout. Pennington. Sir, ich habe dieses Holoband beim Terminal der Aufseherin gefunden und es mir angehört. Sie sollen sie wohl in ihrem Camp die Straße runtertreffen. Okay. So, unser Pip-Boy, schauen wir mal. Gut genährt, gut hydriert. Gegenstände. Pistole, Leuchtpistole und eine Axt haben wir momentan. So, die Axt macht 16 Schaden, würde ich sagen. Die rüsten wir aus. Brille mit schwarzem Gestell. Rüsten wir aus. Partyhut. Nee, komm, der ist vielleicht ein bisschen zu albern. Sanitäranzug. So, wartet mal ganz kurz. Wir schauen mal eben, wie wir denn überhaupt aussehen. Ja. So sehen wir aus. Jetzt mache ich mal Sanitäranzug. Hm. Hat was, oder? Die Aufseherin hat gesagt, sie würde ihr Camp am Ende der Straße errichten. Im Süden. Sagt, Position 1 machen wir das Beil. Die 2 tun wir die Impro-Pistole. So, Camp der Aufseherin. Das heißt, wenn wir jetzt geradeaus gehen, kommen wir direkt dahin. Oder sagen wir, müssen ja ein bisschen looten. Das heißt, wir gehen mal hier zu dem Häuschen. Hier ist noch eine Kuh. Keine Ahnung, was es bei der Kuh gibt. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen. Wartet mal, ich glaube, ich habe noch diesen Voice-Chat an. So, gut, jetzt haben wir diesen Ingame-Chat mal ausgemacht. Ich denke mal, wird ja den Leuten vielleicht nicht so gefallen, wenn ich hier ständig rumplappere. Ja, apropos Leute, schauen wir noch mal ganz kurz auf die Map, dass ihr auch gleich mal einen Einblick über den ganzen Spielverlauf seht. Es sieht auf den ersten Blick gar nicht so groß aus, aber ich kann euch sagen, das wird eine Weile dauern, bis man das alles erkundet hat. Man ja, verbringt viel Zeit damit, Häuser oder Trümmer zu durchsuchen, sein Camp aufzuschlagen. Und hier haben wir jetzt gleich mal diesen Online-Modus. Freunde, momentan keine jetzt, die ich kenne. Ja, kürzlich gespielt. Ja, die gelben Punkte sehen wir jetzt die anderen Spieler auf der Map. Wir befinden uns hier oben. Der nächste wäre jetzt hier oder hier zum Beispiel. Und ja, PvP. Oh, da unten da.
haben wir doch schon so einen Bot rumrennen. Sagen, nehmen wir mal die Axt raus. Ja, PvP ist natürlich ja aktiviert standardmäßig. Solange wie wir aber nicht zurückschlagen, werden dann unsere Killer, falls die uns wirklich töten sollten, ja, als Killer angezeigt, sind dann freiwillig. Okay, warte mal, ja. Kam doch noch irgendwo ein Schuss her. Ja, oben. Ja, gut, der ist doch tot. Ja, also wenn uns jetzt einer töten würde, würde der jetzt auf der Map markiert werden. Und man bekommt auch noch Bonuspunkte oder bestimmte Items, wenn man ihn killt. Also, ja, man muss sich das stark überlegen, ob man hier Mitspieler tötet. Wo ist denn der hin? Ah. Da haben wir doch schon den ersten Hochstand. Gut. Ja, es reicht. Gut. Nein, nicht das Banjo spielen. Ich wollte es. Ach, ich dachte, es ist was zum Aufnehmen. Da, ich nehm einfach alles mit, was wir haben. So, kochen können wir nix. Da haben wir noch keine Zutaten für. Matratze ausruhen wollen wir uns eigentlich auch noch nicht. Schreibmaschine. Eimer, nehmen wir alles mit. Alles Schrott. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass wir Nacht haben, beziehungsweise dass das Bild jetzt sehr dunkel ist. Gerade zum Beginn möchte man doch mal ja einen besseren Blick über das Spiel erhaschen. Aber bleibt dran, es wird einfach. Es wird auch wieder Tag. Ja, auf dem richtigen Weg sind wir. Was liegt hier rum? Was liegt hier rum? Papiertüte. Ja, hier unten haben wir wieder so ein Bot. Stellt sich mir bloß immer wieder die Frage, ist der feindlich, ist der friedlich? Es gibt nämlich auch friedliche Bots, die uns dann Rohstoffe geben. Oh, sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Sägemühle, oder?
jetzt recht im Sinne, ja. Da können wir auch noch ordentlich was durchsuchen. Genau, und hier waren ja diese friedlichen Bots unterwegs. Die geben uns dann Rohstoffe wie Holz. Ja, 10 Holzreste haben wir bekommen. Baum plus Holzfäller, Protekton, ergibt attraktive Holzprodukt, übergebe überschüssiges Holz an zuständigen Menschen. Oh. Hat schon irgendwas jetzt hier im Dunkeln rumzulaufen. Der Axt ist einfach zu kurz. Gut, gut, gut. Beruhig dich. Oh, da haben wir gleich komplett zerhackt, so wie das aussieht. Ein Zeckenblutsack. Ja, wir müssen mal gucken. Wir brauchen hier ein paar bessere Waffen, die ist einfach zu nah. Wir brauchen ein bisschen was für den Fernkampf. Beziehungsweise, ich hatte schon mal so eine Mistgabel gefunden, die war gar nicht mal so schlecht. Das Jagdgewehr. Terne. Bandschere, Kochplatte. Bierflasche. Was ist das? Ich glaube, hier rennt noch wer rum. Tatsache. Ja. Hoffen wir mal, dass der nicht auf Ärger aus ist. Ja, da muss man sich erst dran gewöhnen, mit anderen Mitspielern hier rumzulaufen, weil man kann sie ja nicht einschätzen. Sind das jetzt PvP-Typen oder sind das ganz normale Farmer? Beziehungsweise sind Spieler, die einem Kampf helfen? Bleirohr. Blei ist super wichtig. So, hier haben wir eine Bastelwerkbank. Brauchen wir momentan auch noch nicht. Wir brauchen erstmal
Wir brauchen erstmal hier ordentlich was zu basteln. Holzfäller, Protektron, Felsbäume ohne Mahlzeiten oder eine Toilette zu benötigen. Bowlingkugel. Oh, ich dachte jetzt hier. Hier stand der Kollege von eben. Gut, wir sind jetzt hier am Sägewerk. Wollen wir noch bis zur Aufseherin gehen? Ich denke schon. Die Zeit nehmen wir uns. Wohl, hier haben wir schon wieder was zu durchsuchen. Ja, passt auf. Da machen wir erstmal einen Schnitt für heute. Und machen dann direkt hier in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Und ja, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Würde ich sagen, macht's gut. Bis später.